Auf dieser Reise hier auf Gran Canaria ist es mir öfters aufgefallen, dass meinen Schülern Schwierigkeiten mit dem Treffen mit dem Fairway-Holz haben, einfach weil die Ballposition nicht stimmt. So, wenn du merkst, dass dein Schläger etwas in den Boden geht, dann gibt es eine ganz leichte Lösung dafür, und das ist die Ballposition. Immer wieder war der Fehler, dass der Ball einfach zu weit rechts im Stand war. Warum das der Fall ist, der Schüler sieht irgendwie oder der Golfer sieht irgendwie, dass der Boden zu früh getroffen wird, und dann liegt er den Ball weiter vorne. Nun, warum wird der Boden zu früh getroffen? Es könnte verschiedene Ursachen geben, zum Beispiel zu flaches Schwingen. Aber sehr oft ist es einfach, weil der Versuch ist, den Ball anzuheben, und dann ist der tiefste Punkt weiter rechts. Und dann spielt man einfach den Ball da. Würde ich auch tun. Aber wenn du dich zwingen würdest, und das habe ich mit meinen Schülern gemacht, und es hat geholfen, aber das ist eine Überwindungssache, spiel den Ball gefühlt richtig weit vorne im Stand. Also Herzhöhe ist auf jeden Fall okay, aber du solltest sogar das Gefühl haben, dass der Ball irgendwo zwischen Herz und Ferse links liegt. Nun, das wird erstmal ganz komisch sich anfühlen, aber das ist gut, weil du wirst dann gezwungen sein, das Gewicht in die richtige Richtung zu verlagern, nach vorne. Und was auch ganz gut ist, bei der Ballposition ist der Eintreffwinkel flache und nicht von oben. Und dann plötzlich wirst du merken, dass du den Boden hier streichelst und nicht kleine Divots machst, die gefährlich sind. Wenn man Divot macht, wird der Schläger gebremst, man verliert Länge. So einfach das Üben. Trau dich, geh auf den Platz oder auf der Range, ein Korb lang, spiel den Ball schön weit vorne. Aber bitte, wenn du das tust, achte darauf, dass deine Schulter gerade bleiben, weil manchmal steht man etwas offen, wenn man den Ball vorne hat. Okay, so links von der Mitte, teste einfach, bis zur Ferse, ausprobieren. Ideal ist irgendwo im Herz, bisschen links vom Herz. Und deine Technik wird automatisch besser. Viel Spaß von Gran Canaria. Tschüss.